Hallo meine Freunde, da sind wir wieder. Und Nightbane, the Dragon's Loose Return it to the Menagerie, ist unser nächster Gegner. Passive Hero Power, Player Start with 10 Mana Crystals. Oh Mann, da hätte ich jetzt aber spontan Bock, ein Legendary Deck zusammenzubauen. Aber ich glaube, ich mache das mit meinem Experimental-Paladin hier, mit dem ich das Buffen einfach mal ausprobieren wollte. Mal gucken. Ihr werdet sehen. Uther versus Nightbane. Ich weiß nicht, ob er durchhält, weil der Typ wird sicherlich mit ganz anderen Kalibern im Deck starten, so wie ich es getan hätte, hätte ich ein neues Deck gebaut. Gut, dann Exhibits may come to harm. They must be restored to the menagerie. Mal gucken, was er jetzt ausspielt. Ausgerechnet den. Äußerst schade. Schauen wir einfach, was kommt. Zur Not baue ich einfach ein Deck zusammen. Curator, we need to rescue Medivh. The creatures must be saved. Then you may proceed. Ja, gute Wahl, kann man gar nicht anders sagen. Und ich überlege, das Ding mit meinem Gesicht aufzuhalten. Hoffentlich verteilt sich der Schaden gut. Völlig ausreichend. Ich mach's mit meinem Gesicht. Was ist das denn? Ein Bücherwurm! If you're holding a dragon, destroy an enemy minion with 3 or less attack. Also du holdest gerade keinen Dragon. Interessant. So, kann ich jetzt mal wieder irgendwas Cooles ziehen? Nefarian ist sicherlich cool. Lass mich das jetzt mal ausprobieren. So, ich werde also geheilt. Um 5. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Und das ist auch gut. Okay, machen wir den hier weg. Und ja, schön. Mal gucken, ob die Kleine noch am Leben ist. Nächste Runde. Reno, put back the silverware. Reno ist eingetroffen. Das ist jetzt schlecht, dass du die Alte ziehst. Die mag ich so gar nicht. Ich finde die richtig scheiße, um ehrlich zu sein. Das wiederum finde ich total geil. Und weißt du, was ich damit mache? Ich mache das damit. Und es ist mir shitegal, weil die Alte versteckt sich sowieso hinter einem Schild. Welcome to the exhibit. Und wir ziehen eine Karte. Oh, geil, ey. Na komm, was hast du noch auf Lager? Nightbane. Gut, die kriegen wir weg. Das ist kein Problem. Der ist auch kein Problem. Wir machen das jetzt einfach so. Zack. Du gehst mal auf... Du gehst mal auf ihn los. Oder wie machen wir das? Ich könnte auch ein paar opfern. Ihr könnt auch schon mal rauskommen. Eine 7. Wieso ist der noch drin? Verdammt, der sollte doch raus. Dann habe ich ein... Ernsthaft? Das hast du auf den geworfen? Wieso? Oh, ich liebe es, wenn da zwei von denen liegen. Na, Kurator, Nightbane, kommt da noch was? Ich glaube, er kann mehr. Ich glaube, er kann deutlich mehr.
Lassen wir uns überraschen. Würde ich jetzt eigentlich aufbewahren wollen für sie hier, aber nächste Runde ist eh vorbei, es sei denn, er macht irgendeinen totalen Bullshit. Das gibt jetzt, glaube ich, nur noch das was. Es hätte Karten gegeben, die das alles hier zunichte gemacht hätten, aber er hat keine davon gezogen, beziehungsweise ausgespielt. So, was machen wir denn noch? Wir machen den hier noch. Wir machen die Kleinen hier. Machen den hier kaputt. So, haben wir jetzt gleich wieder ein paar mehr Murlocs. Murlocs, yay! Ach, der ist scheiße, komm. Gib mir... Oh, ich habe einen zu wenig vom Feld genommen. Na egal, tschüss! Das war Nightbane. Ja, sorry, wenn ihr auf mehr gehofft habt. Further Assistance is... What? Es gibt noch eine Kreatur, die entkommen ist? Oh, Paladin. If you're holding a dragon, summon 2/1/1 whelps. 3 Mana, 2/5! What the fuck? Damit wird der Drachenpaladin ja wieder richtig hart ins Licht gerückt. Ja, ich wünschte, ich hätte diesen grünen Drachen. Ich habe seinen Namen... Ihren Namen schon wieder vergessen. Es ist ja eine Sie. Draw a card. Runic Egg. Aha. Für 1 Mana 0/2 mit einem Death Rattle könnte man also missbrauchen, das Death Rattle. Ja. Kann man sicherlich was Interessantes draus machen. Coole Sache. So, meine Freunde, und nächste Episode gehen wir an. The Demon Illhoof. Illhoof. The most dangerous exhibit. Approach with caution. Yeah, aber das machen wir nächste Episode. Also, bis bald.